Es ist nicht so, wie es ist. Es ist immer so, wie es nicht ist. Beziehungsweise es ist so, wie es weder ist noch nicht ist. Wer einen Schmetterling erblickt, zum ersten Mal, kann ihn nur erblicken, wenn er aufgibt zu fragen, was das ist und wie das funktioniert, das da flattert. Und das ja in dieser schmetternden Flatterbewegung unmöglich sich in der Luft halten können könnte. Er kann das nur in der Form dieses Werdet wie die Kinder erfassen, als ein Phänomen, das nur zu begreifen oder zu erblicken überhaupt ist, wenn er da gar nichts wissen will, sondern nur schaut, wenn er wie das Kind zum ersten Mal einen Ball rollen und hüpfen sieht, der sich eben nicht so wie der Erwachsene später weiß, dass der Ball rollt und dann nicht mehr sieht, dass er rollt. Er würde ihn erst wieder erblicken, wenn er sich etwa so verhielte in seinem dann nicht Kugeln, sondern wie ein Gummiwürfel etwa unregelmäßig beschleunigt hüpfend. Dann wäre er wieder für Bass erstaunt, für einen kurzen Moment, bis er dann auch das erforschte und wieder wüsste, aha, das ist ja ein Kubus und keine Kugel.